Ja, servus, Günter Hager, Geschäftsführer des Josef-Lokals, einer der großen Vertreter der Gastrobranche in Linz und Oberösterreich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für unser kurzes Gespräch heute. Eines der Themen wird das Buch sein, dein erstes Buch, das in Kürze erscheinen wird. Und ja, der allgemeine Zustand der Gastrobranche ist ja nicht so wirklich hervorragend. Wie siehst du den aktuellen Zustand? Naja, also würde ich mal sagen, dass es der letzte Aufschrei einer sterbenden Spezies ist. Also ich kann mir vorstellen, so ist es den Dinosauriern gegangen, bevor die Vulkane ausbrochen sind. Wenn man nur die Linzer Landstraße hernimmt, knapp einen Kilometer vom Musiktheater bis zur Donauwend, gibt es so rund 65 Fastfood-Systemgastronomen und zwei richtige Wirtshäuser. Nehmen wir den Klosterhof und unseren Betrieb dazu. Und für Insider gibt es nur die Seitenstraßen auch noch interessante Betriebe. Also 2 zu 65. Wobei man in den 65 Systemen keine Zeitung lesen kann, kein Bier trinken kann und keine Zigarette rauchen kann, so sich das Essen selbst holen muss, dann ist das eigentlich ein sehr alarmierendes Zeichen. Was sind da die großen Problembringer oder was sind die größten Probleme, die die Branche zurzeit bewegen oder die Branche nicht mitzwingen? Ja, wir haben, ich bin doch jetzt schon 61, wir haben unser Leben lang eigentlich über den Auflagenwahnsinn von Amerika geschimpft. Und wenn wir ehrlich sind, also glaube ich, wird es nicht mehr lange dauern, haben wir Amerika überholt in den ganzen Auflagen und sinnlosen Idiotien, die wir nachmachen. Und diese behördlichen Auflagen, die wir erfinden, von Allergenwahnsinn, von Nichtrauchergesetzen auf und ab und umbauen und doch wieder so und dann ganz weg, bis jetzt zu dem ganzen Registrierkassen-Zirkus, muss ich sagen, weil wir haben das seit 1981 und wir brauchen das mit 56 Mitarbeitern. Aber die Almhüttenwirtin, die 2-3 Wochen im Jahr offen hat, wird mit der elektronischen Registrierkassen nach wie vor ein Riesenproblem haben, da sperrt sie lieber zu. Und das sind wir genau dort. Also die Kollegen sperren jetzt lieber zu, soweit sie es können, wenn sie nicht so viele Schulden haben. Und das ist brandheiß. Und eigentlich haben wir es der Politik gesagt, aber es passiert nicht wirklich was. Du hast ja gesagt, es passiert nichts oder wenig. Ein paar kleine Änderungen hat es gegeben. Jetzt, du zeichnest auch ein sehr düsteres Bild. Ist die Branche überhaupt noch zu retten in dieser Form, wie sie jetzt dasteht? Also, Profis prophezeien uns, dass der Papa-Mama-Betrieb, wo praktisch die Mama kocht, der Papa serviert, mit ein bisschen Familie, natürlich überstehen wird. Es werden die Großbetriebe überstehen und natürlich dazwischen auch der eine oder andere. Aber wer sein Unternehmen nicht auf Konzept, auf Linie bringt, also ganz klare Linie, kalkuliert, keine Nebenkosten, der wird die nächsten Jahre nicht überstehen. Und dass die Auflagenprobleme noch mehr werden, das sehen wir jeden Tag in der Zeitung. Wenn es kein Magistrat nicht macht, dann macht es der Bund oder dann macht es die EU. Also da sind wir großartig. Dass der Druck den kleinen Betrieb bringt ihn um. Und ich muss gestehen, wir haben 56 Mitarbeiter, 300 oder 400 Sitzplätze. Wir vom Josef profitieren eigentlich von der ganzen Sache. Nur wir tun die ganzen Kollegen, glaube ich, die 2, 3, 4 Mitarbeiter haben, weil die verschwinden. Und mit diesen Lokalen verschwindet der Zulieferer. Und hier gibt es nur einen viel schlimmeren Aufschrei, weil der Landwirt verschwindet, der Bäcker, der Fleischer, die gibt es eh schon fast nicht mehr. Und alle Leute, die in irgendeiner Form da mit dranhängen, der Eierlieferant, die verschwinden und dann verlieren wir eigentlich unsere Identität, unsere Kultur und somit sind wir dann bei Amerika. Da gibt es nur Fastfood bis zum Umfallen oder hochpreisige Lokale dazwischen, also Wirtshaus oder ein einheimisches Lokal, sowas gibt es in den amerikanischen Städten nicht. Dein Lokal, was du glaube ich im Oktober feierst, du 25 Jahre in diesem Lokal hier, du bist vorher schon viele Jahrzehnte in der Gastronomie tätig gewesen, würdest du unter den Voraussetzungen heute das Ganze nochmal so machen oder nochmal in die Gastronomie einsteigen? Ja, ich habe ja das Glück, dass ich einen Sohn habe, der mitarbeitet. Andere Wirte haben 5 Kinder und keiner will in der Gastronomie arbeiten, weil sie wissen, was da für Aufwand und Problem dahinter hängt. Und jetzt hat mein Sohn 3 richtig liebe Kinder, Enkelkinder habe ich. Und eigentlich bin ich jetzt in diesem Zwiespalt, meinem Sohn zu sagen, mach das weiter, obwohl ich einen Sohn habe, der es machen will. Nur ich kann es ihm wirklich nicht ganz empfehlen, weil den Wahnsinn, der was auf uns zurückkommt, ich bin zu 80% bin ich Betriebsjurist und Mitarbeiterprobleme, Behördenprobleme und dann bleiben 20% Zeit für den Gast und das ist einfach, das ist zu wenig. Ne? Und das wird sich nicht vermeiden lassen. Ob er sich das antut, er ist 34,
Ich habe jetzt noch 4 Jahre bis zur Pension, vielleicht mache ich es länger. Aber ich muss sagen, ich habe nicht mehr recht viel Lust, wobei ich Wirt mit Herz und Blut bin. Aber den Zirkus jeden Tag, das macht mir Spaß. Das hat von dir auch, im Buch ist es zu lesen, du hast sehr viele Sträuße ausgefochten mit dem Minister Mitterlehner, auch mit Landeshauptmann Büringer. Gerade weil die ÖVP euer Ansprechpartner ist im Bereich Gastronomie. Hat es da ein Gegenkommen, ein merkliches gegeben oder gibt es da, kann man da noch was ausrichten oder findet ihr Gehör? Wie schaut das aus? Naja, das war ursprünglich so, dass wir natürlich relativ laut beschimpft, gejammert, geklagt haben. Dann sind, muss ich sagen, trotz eigentlich überraschend die Herren auf uns zugegangen. Das war der Landeshauptmann, das war der Vizekanzler, Minister. Und wir haben nicht nur in Linz, sondern auch im Ministerium Gespräche geführt mit Finanzsekretär und Gesundheitssekretär. Haben den Leuten diese Probleme, die auf uns zukommen werden, mitgeteilt, haben sie gewarnt, haben gesagt, was da passieren wird. Sie haben uns brav zugehorcht und eigentlich auch relativ viele Zusagen gemacht. Jetzt unterm Strich, muss ich sagen, ist absolut nichts rausgekommen. Im Gegenteil, man hat den Vereinen nur 24 Stunden mehr für ihre Fest gegeben, also eher den politischen Vereinen, damit sie Geld einnehmen. Interessant ist noch zu sagen, dass vor einigen Wochen ein hochrangiger Beamter aus dem Finanzministerium angerufen hat und hat gesagt, ich will Ihnen nur sagen, ich war damals bei dem Gespräch dabei. Wenn wir damals auf Sie gehört hätten, was Sie uns alles da, wovor Sie uns gewarnt haben, hätten wir uns verdammt viel Ärger erspart. Es wird Ihnen nichts mehr helfen, aber ich will Ihnen das sagen. Das ist ein schwacher Trost, dass wir recht gehabt haben, aber deswegen hat sich nichts geändert. Siehst du da irgendwelche Hoffnungen seitens der Politik, dass es eine Einlenkung gibt oder eine Erleichterung für die Branche oder ist der Käse für dich gegessen jetzt da? Ich habe das, was die letzten 2-3 Jahre vorgefallen ist, eigentlich permanent notiert und habe mich jetzt hingesetzt und habe das niedergeschrieben, den Leuten, den Menschen, vielleicht kauft sich ja der eine oder andere Politiker das Buch, damit er liest, was uns da permanent täglich eigentlich für Probleme vor die Füße gehauen werden. Ich weiß aber, dass das in anderen Branchen gleich genauso ist, gerade im Klein- und Mittelgewerbe. Also es ist überall gleich und ich glaube nicht, dass wir, ich kenne eigentlich momentan keinen Klasse-Politiker, dem ich das zutrauen würde, dass er das macht. Ich kenne keinen. Also für mich ist es so, ich bin in 3 Jahren, 4 Jahren pensionsreif oder darf in Pension gehen und das ist mein Ziel. Ich verschwinde aus dieser Branche. Das ist eigentlich das Traurige. Das tut mir so weh, weil ich wollte immer mein Leben lang Gastronom werden. Aber die Flucht ist besser. Arm sind die nur 10 oder 15 Jahre drauf warten. Das heißt, es gibt eine Hoffnung, dass andere Parteien vielleicht mehr Gehör dir schenken oder dass es dein Umdenken gibt? Natürlich. Es gibt Alternativparteien, die das versprechen. Man muss sich auch daran festhalten. Wir wissen zum Beispiel, dass die FPÖ sagt, wenn es mich wählst, dann werden wir wieder einen bestimmten Bereich an Raucherplätzen schaffen. Man muss aber hier wieder sehen, wie dumm die Politik war, dass sie dieses Nichtrauchergesetz zu 100% 2018 beschlossen hat, wo es angeblich Nationalratswahlen gibt. Also das wird sie natürlich niederschlagen in den 2 regierenden Parteien, weil die Raucher werden sagen, jetzt sind sie schon dran. Also ein geschickter Politiker hätte es vielleicht ein Jahr später gemacht. Also das ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Konkurrenzparteien. Das Thema Rauchen verfolgt dich schon sehr lange. Da erntest du auch nicht nur sehr viel Lob, auch teilweise Kritik. Warum verfolgt dich das Thema Rauchen einerseits so und andererseits, es wird oft ins Treffen geführt, in anderen Ländern funktioniert das auch. Also warum, könnte man jetzt provokant sagen, warum die Angst vor dem Nichtrauchergesetz? Ja, erstens muss ich sagen, ich rauche keine Zigaretten. In meinem Leben nur kein Packerl Zigaretten geraucht, aber ich rauche gern dann und wann eine Zigarre. Zweitens einmal kämpfe ich für meine Gäste. Das sind rund zwischen 500 und 700.000 pro Jahr. Und da gibt es also zu 95% oder 98% kein Problem. Der Raucher und Nichtraucher, der eine geht den Nichtraucher an, der Nichtraucher sitzt beim Raucher, es ist kein Problem. Aber dann gibt es externe Menschen, die halt da immer dreinfunken wollen und es besser wissen und das Rauchverbot durchpressen wollen. Und ich habe da ganz einfache Meinung, wenn es mir nur nicht gefällt, wenn es mir nicht schmeckt, wenn es zu stinkt, dann gehe ich da ganz einfach nicht hin. Und wenn kein Gast mehr kommt, ganz wurscht, welcher Wirt das ist, und wenn es bei mir ist, muss ich mir Gedanken machen, warum keiner mehr kommt. Dann werde ich zum Nichtraucherlokal werden. Aber dass fremde Leute da permanent reinfunken, obwohl ich meinen Betrieb finanziert habe über Schulden und die zurückzahle, das verstehe ich nicht. Und das hat mit Gleichheitsgrund und zur Demokratie absolut nichts zu tun. Ein Riesenthema von euch Gastronomen war auch die Registrierkassenpflicht, die seit heuer läuft. Du hast das aufgezeigt, was für ein Wahnsinn an Investitionen, an Aufwand dahinter steckt. Hat sich das mittlerweile gebessert oder eingependelt oder ist dieser
tägliche Wahnsinn immer noch. Ich bin seit 81 Unternehmen und habe seit 81, damals war es die ADS-Kasse, wo wir es reindippt haben. Wir haben 26 Kellner. Also wir brauchen es alleine, um unsere Kellner zu kontrollieren. Er kriegt auch bei uns kein Getränk runter, bevor er es vorher boniert. Wir waren die Ersten mit dem Handcomputer, wo man uns beschimpft hat, dass es unpersönlich ist. Das ist für mich, für uns, also eine Selbstverständlichkeit. Jedoch das Update auf die neue Form, so wie es das Finanzministerium erwartet, würde uns alleine 42.000 Euro kosten. Und man muss dazu sagen, das bezahlt schlussendlich nicht der Wirt, sondern der Gast. Also mit Ihrem Getränk werden Sie das mitfinanzieren. Und dann sagen Sie, verdammt, warum kostet das Bier jetzt für 4,20 Euro? Das passt doch nicht. Und der Tankstelle kostet es nicht. Das ist klar, weil die Tankstelle braucht fürs Bier keine Registrierkasse, nicht fürs Benzin. Ne? Mhm. Und dann kommt eben dazu dieses lästige Thema Bon ausdrucken, was uns eigentlich am meisten stört. Nicht die Registrierkassen stören nicht unbedingt. Die Bon-Ausdruckerei ist Mist. Also da könnte man unsere Erde einige Mal einwickeln, was da pro Bier rausdruckt wird und vom Gast weggehaut wird, weil es nicht interessiert. Und diesen Müll und Dreck, den produziert jetzt dieses Ministerium mit dieser Verordnung. Und gleichzeitig das Gesundheits- oder das nächste Ministerium, Umweltministerium, versucht wieder weniger Mist zu produzieren. Irgendwo passt das Ganze nicht zusammen. Man kann ja diese ganzen über den Computer direkt von mir ins Finanzministerium schicken, da brauche ich keinen Zettel mehr hergeben. Ein Riesenthema, was dich und euch Gastronomen bewegt, sind auch die Mitarbeiter zu suchen, besser gesagt zu finden. Wie schaut es da aus? Wie schaut die aktuelle Lage bei euch zum Beispiel im Lokal aus? Ja, ich bin sehr ehrlich und sehr offen, was mir manchmal schadet. Aber nur jetzt als Beispiel, vorige Woche Freitag wollten wir unser Kaufmannscafé wieder aufsperren, auch nach der Sommersperre. Wir brauchen dazu 6 Mitarbeiter. Und wir hatten nur 3, die sich beworben hat. Und dann haben wir gesagt, nein, wir verschieben das um eine Woche, weil ja schönes Wetter ist, das ist nicht gut fürs Lokal. Und diese Woche sind wir bei 2, weil wieder einer gekündigt hat, dass es ihr nicht Spaß macht. Und das ist nicht nur bei uns, das zieht sich durch die gesamte Branche, auch in anderen Branchen. Parallel haben wir fast 500.000 Arbeitslose. Der Bundeskanzler sagt, er schafft 200.000 Arbeitsplätze in den nächsten 2 Jahren. Das hat der vorherige Sozialminister Hunsdorfer auch gesagt. Was ich weiß, passiert ist nichts. Das Problem ist einfach, die Leute bekommen zu viel, wenn sie nicht arbeiten. Ein Kellner bei uns verdient zwischen 1.400, 1.500 Euro netto. Wenn er halbwegs gut ist, macht er 1.000 Euro Trinkgeld. Da sind wir also bei 2.500 Euro circa. Essen gratis, Kleidung gratis, Verpflegung, also plus Getränke, manchmal sogar das Zimmer, nicht bei uns, bei anderen Kollegen. Also 2.500 Euro. Das ist ein Gehalt, der ist nicht ohne. Also kann man nicht sagen, das ist uninteressant. Das heißt, man verstehe, es gibt nicht, es liegt nicht daran, dass die Bewerber unqualifiziert sind, sondern es gibt keine Bewerber oder zu wenige, ist das richtig? Natürlich gibt es Bewerber, aber wenn einer nicht Deutsch kann, wenn einer nicht Grundmerkmale, dass er freundlich ist, grüßen kann, höflich ist, dann hat er kein Talent für einen Kellner, dann nehme ich ihn nicht. Ne? Und da muss man einfach verstehen, dass sehr viele Ausländer, wenn sie nach Österreich kommen, halt einfach Baustelle gehen oder Gastronomie gehen, nur sie kennen keinen Wein, sie kennen keinen Cocktail mixen, sie kennen die Umgangsformen nicht. Es ist sehr mühsam, die dann da einzuschulen. Machen wir eh, weil uns nichts anderes überbleibt. Aber kaum sind sie 2-3 Monate hier, sind sie weg, gehen in den berühmten Krankenstand oder Arbeitslose und dann kommen sie drauf, dass man eigentlich ohne Arbeiten 8.000 Euro verdienen kann und da und dort möglicherweise einen Pfusch oder irgendwas. Und das Leben funktioniert ein bisschen einfacher dann. Und jetzt, wir haben es vorhin angesprochen, jetzt gibt es dein Buch bald. Fucking Gastro, wenn man das so nennen darf. Warum hast du einen speziellen Ausweg und warum gerade jetzt das Buch? Hat es da für dich einen ganz speziellen Anlass gegeben oder hast du dann ein Projekt, das du schon lange machen wolltest? Naja, eigentlich sitze ich seit 2 Jahren im Urlaub immer mit Laptop und handle mir viel Ärger von meiner Frau ein, weil ich immer in das Kastel reinschaue und da wird immer die Texte geschrieben. Und jetzt sind sie fertig und ich glaube, dass also die Zeit auch reif ist. Natürlich wollte man es vor Weihnachten am Markt bringen, aber die Nachfrage und Interesse ist riesig groß. Und ich glaube, dass es noch einmal ein Aufschrei ist der Branche. Jetzt zeigt sich, ob es wieder Politiker gibt, die reinhauen und das Maul stopfen wollen und das sagt Blödsinn. Oder ob sich vielleicht einer irgendwo findet oder mehrere und sagen,
jetzt müssen wir was tun, sonst können wir nur mehr unseren Enkeln erzählen über die Geschichte, dass da mal sowas gegeben hat, das hat Wirtshaus geheißen. Was ist die erste Resonanz gewesen zu deiner Idee, dass das Buch kommt? Du hast da schon einen Dummy hergezeigt. War die positiv oder gibt es da Ängste oder wie schaut es aus? Na, also die Kollegen, da habe ich irrsinnig viel Resonanz, die mir schreiben, super Klaas, Günther, endlich sagt es einer, was Sache ist. Ich habe also von Gastro-Kollegen wie Adi Werner am Adelberg und Moser Wirth und Heinz Reitbauer, die sagen, super Klaas, ich unterstütze das, die haben auch Informationen geliefert, also das kommt extrem gut an. Politikbehörden ja, sind ein bisschen auf Lauerstellung, also wir nennen keinen Namen, aber die Insider werden schon wissen, was ich meine. Und jetzt zum Buch nochmal kurz. Ist das ein rein gastrointernes Buch oder ist das auch, wer soll das Buch kaufen? Also gastrointern glaube ich überhaupt nicht. Ich bin mir sicher, dass es Wirte kaufen werden, aber ich stelle mir so vor, dass viele Gäste, die einmal daran interessiert sind, wie es in der Gastronomie abgeht, die wirklich einmal lesen können, was abläuft. Und ich könnte mir vorstellen, bei manchen Wirten, dass da so ein Backel stehen könnte in Büchern, wenn Stammgäste kommen und sagen, da, ich lade dich ein, damit du mir siehst, was bei uns wirklich angeht, damit du das siehst. Und ich glaube, die Auflagen, die steuerlichen Geschichten, die grundsätzlichen Dinge sind noch vergleichbar mit anderen Branchen wahrscheinlich. Ja, natürlich, die Mitarbeiterprobleme sind nicht nur in der Gastronomie, sondern überall. Also ich glaube, dass jetzt sehr viele finden werden und so mancher Gast also unsere Branche besser verstehen wird. Und vielleicht ein bisschen mehr Verständnis haben wird, wenn er mal das Essen, das Trinken ein bisschen zu lang dauert. Kannst du uns abschließend noch ganz kurz die Eckdaten im Buch sagen, wann wird es erscheinen, was wird es kosten und wo bekommt man es? Es ist jetzt schon so, dass es eine Website gibt, die heißt www.fucking-gastronomie.com. Und das Buch wird am 15. Oktober erscheinen, ist bereits jetzt. Also die Bestellmodus ist offen und es ist also im Buchhandel. Über Internet zu bestellen, am 15. wird es dann im Buchhandel sein und auch bei Amazon ist es bereits gelistet, was uns besonders stolz macht. Preis ist 19,90. 19,90 klingt sehr günstig. Günther, herzlichen Dank, wir sind gespannt auf das Buch und ja, wünsche dir einen schönen, starken Verkaufserfolg. Dankeschön.